Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir in einem Event uns erspielen können. Und zwar haben wir hier das Event Der Zorn des Sturms und das ist jetzt mit Patch 10.5 dazugekommen. Wir befinden uns einmal schon hier in dem Event drin und ihr kommt da rein, indem ihr quasi hier in Taldrassus auf den Koordinaten 59, 82 das Portal in die andere Zeitlinie nehmt. Und wenn ihr da drin seid, dann gibt es alle 5 Stunden ein Event. Und dieses Event schimpft sich, wie ich schon gesagt habe, der Zorn des Sturms. Und das hält dann 2 Stunden lang an. Dann gibt es 3 Stunden Pause und dann geht das Event wieder los und ist wieder quasi 2 Stunden lang aktiv. Ich habe da auch hier schon mal so eine kleine Übersicht, wann, wie, wo, was. Und da seht ihr immer 2 Stunden Event, 3 Stunden Pause, 2 Stunden Event, 3 Stunden Pause. Und es geht immer so weiter. Ihr könnt dann in dem Event quasi Marken farmen. Und zwar brauchen wir die fürs Toy. Da haben wir einmal Essenz des Sturms. Die kriegen wir sowohl über den Endboss, den ihr töten könnt. Und zwar funktioniert das so. Ihr müsst immer hier 4 Portale deaktivieren. Dann können wir den Boss angreifen, den haut er um und der droppt dann 6 Essenzen. Den Boss könnt ihr auch immer wieder töten, während den 2 Stunden, indem ihr einfach hier im, naja, nicht Arena, sondern hier bei Quests in Sturmgruppen rein, queued Sturm. Da seht ihr, Zorn des Sturms, haben wir einen Haufen Gruppen. Ja gut, ein Haufen ist gut, 2 Stück, aber das reicht, da queued er rein. Dann sind die Bosse meistens wieder da und tötet die immer und immer wieder, die Bosse. Und dann kriegt ihr immer 6 Abzeichen. Es gibt einmal pro Event eine World Quest, die bringt auch nochmal eine Kiste, da sind dann auch ein paar drin. Und ihr könnt von den Elite-Mobs auch noch eine Quest kriegen einmal. Da gibt es, glaube ich, auch nochmal 10 von den Marken. Wenn ihr dann insgesamt 75 Marken zusammengefarmt habt, dann könnt ihr euch hier das Toy kaufen und das schimpft sich einmal Jagdsturm. Zusätzlich gibt es auch noch ein Pet und ein Mount, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Neben den Essenz des Sturms braucht ihr auch noch elementarer Überfluss. Das bekommt ihr einmal von dem Endboss. Ihr kriegt das auch von Rares, die hier teilweise auf der Map angezeigt werden. Ihr könnt es aber auch auf quasi den Old Fashioned Way machen und dementsprechend hier unten bei den Elementarstürmen, die ja an verschiedenen Spots immer mal wieder ab sind, dementsprechend einfach Mobs umhauen. Da war ich gerade noch in der Raid-Gruppe drin, da haben ein paar Mobs umgehauen und da gab es dann das ein oder andere an, an Elementarüberflüsse, wie das Zeug heißt, oder? Ich muss nochmal gucken. Elementarüberfluss, genau. Gut, jetzt haben wir genug Marken zusammen, können uns einmal das Toy kaufen, beziehungsweise jetzt auch lernen. Und dann schauen wir uns mal an, was das gute Ding macht. Was, Jagdsturm. Da haben wir das Ding. Also, das macht folgendes. Beschwört einen Sturm, der ein verbündetes Ziel verfolgt. Okay, jetzt nehmen wir mal... Können wir das auf den hier auch anwenden? Hat 5 Minuten Abklingzeit. Ich glaube, das ist auf mir jetzt, oder? Ah, okay, also der NPC geht nicht. Wahrscheinlich hätte ich einen anderen Spieler ins Target nehmen müssen. Aber ich habe das jetzt auf mich angewendet. Ah ja, okay. Also im Endeffekt haben wir jetzt so einen Sturm über uns. Sieht ganz nett aus. Blitzt auch ab und an ein bisschen. Ah, wir haben quasi einen portablen Wettereffekt. Ja, ist eine nette Sache. In Six Welt bewegen ist, aber für ein Toy ganz nett. Gut, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr in das ganze Ding reinkommt, falls das für Leute noch unklar ist. Also es gibt hier ein Portal, da kommt ihr in die normale Zeitlinie, beziehungsweise dann auch wieder zurück in die richtige Zeitlinie. Um das Ganze machen zu können, müsst ihr natürlich die Kampagne einmal zumindest mit einem Char gespielt haben. Sonst dürfte das, glaube ich, hier nicht gehen. Gut, damit sind wir am Ende vom kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.